Hallo, hier ist Konstanze von kunibär.de. Ich habe heute Tag 7 und damit den letzten Tag der Vorschauwoche zum neuen Mini-Katalog von Stampin' Up, der ab morgen an den Start geht für euch. Das heißt, ab morgen stelle ich ihn euch auch auf meinem Blog, dass ihr ihn euch online ansehen könnt. Und dann dürft ihr loslegen und bestellen. Schickt mir gerne jederzeit schon eure Bestellung und ich gebe sie direkt auf. Und solltet ihr noch keinen Demonstrator in Deutschland haben und Interesse an den Produkten haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch auch bei mir meldet. Ich schicke euch gerne auch die Kataloge in Papierform zu und freue mich dann, wenn ich euch helfen und unterstützen kann. Okay, der letzte Tag der Vorschauwoche. Ich habe gedacht, wir werden heute nochmal blumig und habe mir dafür das Stempelset Petal Park rausgesucht. Das kommt zusammen mit einer schönen Blumenstanze. Da ist auch das Blatt mit bei. Sehr, sehr schön. Da kann man dann halt diese Blümchen hier mit ausstanzen. Und das Set ist auch wieder ein sogenanntes Two-Step-Stamping-Set. Das heißt, die Motive lassen sich übereinander stempeln und dann auch noch ineinander. Das heißt, hier habt ihr die Blätter. Hiermit könnt ihr die Blätter einfärben. Und diese Blumen könnt ihr hiermit einfärben und damit dann noch so, ja, ein bisschen kräftigere Ränder setzen. Die passen genau da rein. Ich zeige euch dafür auch nachher ein Beispiel. Two-Step-Stamping mache ich heute nicht. Das habe ich euch schon gezeigt bei der Serie mit dem Herzchen und den Blumen. Das heißt, bei dem Rustikal Floral. Wer das noch nicht gesehen hat, kann das Video noch angucken. Das war auch im Rahmen dieser Vorschauwoche. Ich habe gedacht, das brauchen wir jetzt heute mal nicht. Ich habe heute eine kleine andere Idee für euch. Es sind keine Sprüche dabei, was nicht weiter schlimm ist. Denn, und da habe ich heute dann mir erlaubt, noch mal was anderes dazu zu nehmen. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt im Rahmen der Vorschauwoche, nämlich die fröhlichen Etiketten. Das sind schöne neue Sprüche. Mein persönlicher Liebling immer noch, einfach mal so. Ich finde aber auch, würde dich jetzt gern knuddeln oder so, auch ganz schön. Oder wie wäre es mit? Und wenn man die Karte aufschlägt, kann man dann zum Beispiel eine Einladung reinschreiben oder einen Gutschein dazu packen, wie auch immer. Und da hatte ich euch schon erzählt, das kommt auch mit einer Stanze. Und das ist eine Stanze, mit der ihr schöne Etiketten machen könnt. Die sind unterschiedlich breit. Mit der arbeiten wir heute einmal. Da zeige ich einmal kurz, wie es geht. Und das sind dann die Sprüche, die ich genutzt habe heute. Außerdem habe ich heute noch mir dazu geholt, ein bisschen was zum Verzieren. Kleine Steinchen gehen immer. Und ich habe dafür mir die opaken, selbstklebenden Schmucksteine ausgesucht. Man sieht das im ersten Moment gar nicht so. Aber da oben sind wirklich noch so richtig schöne kleine auch mal. Die hier sind jetzt zum Glück nicht ganz so groß. Ich habe aber echt eine Schwäche hier für so kleine in weiß, hellem Lila, dunklen Lila und ja, so einem Rosaton. Ich weiß gar nicht, das sollen, glaube ich, sollen das Stampin' Up Farben sein. Bin ich mir gerade nicht sicher, weil tatsächlich dieser Rosaton wüsste ich jetzt nicht unterzubringen. Bei den anderen Farben schon. Ist auch egal, die benutzen wir heute. Fertig, aus. Okay, ich habe mir überlegt, in diesem Set mit den Blumen sind unter anderem auch richtig süße kleine Motive drin. Das kleine Blatt hier, die kleinen Blümchen, immer einmal der Umriss und einmal das Färben. Auch hier noch so ein kleiner Zweig und so ein paar einfache Pünktchen. Diese kleinen Stempel, habe ich gedacht, kommen heute mal zum Einsatz und ich gestalte damit mein eigenes Designpapier. Ich weiß, das ist jetzt auch keine super tolle neue Idee, aber es ist einfach eine Idee, die man sich auch mal wieder in Erinnerung rufen kann. Und gerade mit diesen kleinen Stempelchen geht das total super. Mein Papier ist 6,5 x 14,8 cm. Das habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Das ist genau das, was ich nachher auf meine Karte bringen möchte. Und ich habe mir hier auch schon kleine Motive zurechtgelegt. Ich habe jetzt nicht den Zweig mit reingenommen. Ich habe mir gedacht, wir halten das heute mal bei Blättern,
Blumen und Pünktchen. Ich finde ja die Pünktchen, also da wisst ihr sicherlich auch, da kann man immer was mit anfangen. Bevor ich loslege, würde ich euch gerne noch einen Tipp mitgeben. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Diese Stempel hier für dieses Two-Step-Stamping, um das halt zu machen, da sieht man schon, die sind ziemlich wabbelig. Die sind schon alle so zusammen, dass es auch wirklich gut nachher alles zusammenpasst. Das Problem ist jetzt, dass man die relativ schnell natürlich auch falsch irgendwie in Anführungsstrichen hinlegen kann. Das heißt, es könnte schwierig werden, dass die übereinander passen. Mein Tipp ist da ganz einfach, diesen Stempel zu nehmen, auf den Kopf zu drehen, also so wie man stempeln würde, und dann entweder auf eine Unterlage, die nicht klebrig ist, dass unser Motiv da auch nicht drauf klebt, oder halt einfach auf ein Stück Papier zu legen und dann ruhig mal so ein bisschen schütteln, dann fällt das Ganze nämlich so, wie es gehört. Dann liegt es da richtig, wie es gehört, und dann könnt ihr es aufnehmen und könnt jetzt dann losstempeln. Und wenn ihr jetzt dann mit dem Umrissen kommt, dann ist das sehr viel leichter. Vielleicht noch ein zweiter Tipp: übereinander stempeln, wenn ihr es nicht mit dem Stamparatus macht, dann empfehle ich immer das dunklere Motiv, und das sind in der Regel die Umrisse, zuerst zu stempeln, weil die viel besser zu sehen sind. Wenn das hier nämlich nachher eingefärbt ist, dann kann es ja manchmal schwierig werden. Gut, das nur so einmal dazu. Ich behalte mir jetzt aber dieses Zettelchen als meinen kleinen Schmierzettel. Ich kann das auch auf der Unterlage machen. Ich habe vorhin schon so ein bisschen, wie man sieht, rumgematscht. Hier entsprechend sind meine Finger schon dreckig. Vielleicht kann ich das jetzt ein bisschen vermeiden, wenn meine Unterlage nicht so dreckig wird. Wir probieren es mal aus. Kleines Klötzchen, und ich fange an mit einer meiner Lieblingsfarben, nämlich mit Seladon. Und in Seladon mache ich mir mein Blättchen. Und dann nehme ich mir einfach das Motiv und stemple das, wie ich gerade lustig bin, auf mein Papier. Wenn der Abdruck mal nicht 100% wird, ist es gar nicht schlimm, weil das nachher nicht groß auffallen wird. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Und ja, einfach so da, wo ihr das Gefühl habt, ja, hier könnte ich jetzt noch was hin, setzt ihr das drauf. Ich glaube, viele haben es sicherlich schon mal ausprobiert. Und man neigt dann schnell dazu, ganz viel davon zu machen. Ich jedenfalls. So, jetzt kommt doch der Schweinkram. Ich wische das mal kurz hier ab. Dafür habe ich das ja. So, und jetzt nehme ich mein flächiges Motiv zum Einfärben. Und damit das jetzt nicht einfach nur da drauf geht und weil ich das ein bisschen dezenter will, stempel ich mir das einmal kurz vorher auf einem Blatt Papier ab und färbe das dann ein. Und ganz ehrlich, auch da ist es mir jetzt ziemlich egal, wenn es nicht 100% trifft, weil das nicht weiter schlimm ist, wenn ihr das hier mal seht. Das ist, gibt dem Ganzen, finde ich, eher oftmals noch einen gewissen Charme und lässt das Ganze tatsächlich auch noch ein bisschen lebendiger aussehen. Aber das ist Geschmackssache, und bitte tut euch keinen Zwang an. Und wenn ihr es genau übereinander haben wollt, dann macht es genau übereinander. Das ist das Tolle in der Kreativität. Jeder kann das so machen, wie er mag. Und macht das dann bitte auch so. Ups, jetzt hätte ich es fast vergessen. So, habe ich schon mal meine Blätter drauf. Ah, vielleicht sind meine Finger deshalb auch so dreckig. Ich würde immer empfehlen, zwischendurch sauber zu machen. Habe ich jetzt nicht. Seht es mir nach. Dafür mache ich aber meine Stempelfarbe zu. Als zweite Farbe, passend dazu, finde ich Fräsienlila sehr schön. Beides sind leider Farben, die es nicht mehr allzu lange geben wird. Das sind In-Colors, die es aktuell noch gibt, die mit dem neuen Hauptkatalog dann spätestens im Mai verschwinden werden. Also ist meine Empfehlung da immer, wer die Farben liebt, sollte sie sich rechtzeitig noch ordern, um sie nicht dann zu verpassen. So, und dann setze ich hier
meine Blümchen rein. Auch wieder kreuz, quer, wie es mir gerade passt. Auch an den Rand so ein bisschen. Hier guck noch ein Blümchen rüber. Da guck noch ein Blümchen rüber. In die Ecke. Auch da wieder so ganz wie ihr mögt. Da kommt noch so eine kleine Ecke. So, wieder das Motiv wechseln. Und jetzt nehme ich den flächigen und mache genau dasselbe, was ich eben gemacht habe. Einmal abstempeln und dann drauf. Ist nur sehr schwach, reicht mir aber. Wer es kräftiger möchte, kann das gerne natürlich auch kräftiger machen. Hier sieht man, bin ich total verrutscht vor lauter Labern. Ist aber nicht schlimm, gerade weil es so dezent ist, fällt das gar nicht weiter auf. Ihr könnt das auch direkt nochmal draufstempeln. Dadurch, dass an den Stellen, wo ihr dann schon mal gestempelt habt, das praktisch doppelt gestempelt ist, wird es in dem Moment auch noch mal kräftiger werden. Das würde also auch schon passen. Aber wer mich kennt, weiß, Konstanze mag dezent. Also macht Konstanze dezent. So, gefällt mir gut. Oh, da unten fehlen noch die beiden. Die wollen wir uns ja nicht vorenthalten. Zack. So, jetzt aber. Und zu guter Letzt nehme ich dann jetzt meine Pünktchen, um das Ganze noch ein bisschen weiter aufzulockern und nett zu machen. Und da habe ich mich für Jade entschieden. Ist ein Farbton, den wir schon länger haben, den ich viel zu lange nicht genutzt habe, habe ich mir gedacht. Der kommt jetzt mal wieder zum Einsatz. Und dann stempel ich mich hier einfach vorsichtig, nicht zu doll drücken, in Jade das drauf. Ich finde, der Farbton passt da super zu, weil der so schön frisch ist. Also ich finde wirklich, Jade ist so ein ganz, ganz, ganz frischer Ton. Können wir hier nochmal so. Und wie viel ihr davon macht, ist letztendlich ja ganz euch überlassen. Und ob ihr da jetzt vielleicht auch noch mal mit dem zweiten Abdruck irgendwo rangeht, wie ihr mögt. So. Fertig. So einfach und schnell kann das gehen. Und gibt, wie ich finde, ein schönes Designpapier. Wie gesagt, man kann sehr viel mehr machen. Man kann das Ganze, wenn ihr es jetzt auf die Karte bringt, auch unterlegen. Ich denke da an mein liebes Teammitglied Anke, die sagt, ich will immer alles unterlegt haben. Dann macht es. Ich habe mich heute dagegen entschieden, habe meine Karte wieder geschnitten, wie immer in weiß, sorry. Hälfte auf der kurzen Seite bei 10,5 geschnitten, bei 14,8 gefaltet. Schon vorgefalzt und dann jetzt mache ich mir die Karte draus mit dem Falzbein. Einmal rübergehen, damit die schön glatt liegt. Und dann klebe ich mir das hier drauf. Und das mache ich mit dem Flüssigkleber, den ich kurz mal suchen musste. Ich unterscheide tatsächlich, Stampin' Up! Hat ja zwei verschiedene grundweiße Farbkarton-Pakete. Und ich unterscheide tatsächlich in fast allen Fällen, meine Kartenbasis ist immer extra stark weiß, einfach weil es dadurch tatsächlich stabiler ist, während ich viel lieber Stempel auf dem glatteren und dünneren, ich sag jetzt mal normalen grundweißen Papier. Und dann mache ich mir das hier drauf. Das ist sowas, was ich wirklich gerne mache, das Designpapier oder in diesem Fall das gedruckte einmal da so rüberlegen. Dann habe ich versprochen, ich zeige euch die neue Stanze. Das mache ich natürlich jetzt auch. Ich habe mir Papiere schon zurechtgeschnitten. Wenn ihr mit diesen Stanzen arbeitet, könnt ihr schöne Ränder machen. Und ihr macht das, ihr habt drei verschiedene Breitenmöglichkeiten. Ein halben Inch,
ein Dreiviertel und einen Inch breit. Ja, das sind keine Zentimeterangaben, aber auf euren Schneidebrettern habt ihr in der Regel auch die Inch. Also wenn ihr das von Stampin' Up habt, habt ihr das auf jeden Fall, könnt ihr halt auch die Inch- bzw. Zollangaben nutzen. Und ich habe mir jetzt in einem Dreiviertel Inch das zurechtgeschnitten schon. So. Und das lege ich dann halt in die entsprechende Schiene rein und muss jetzt nur darauf achten, dass ich hinten wirklich auch richtig dran bin. Das bin ich. Klick. Und dann habe ich hier einen schönen Rand. Und mein zweites Papier habe ich mir jetzt in Celadon geschnitten. Wieder reinlegen, weil wenn ich jetzt abstempeln würde, abstanzen, wie auch immer, wirklich ganz durchschieben, dann seht ihr, okay, liegt gut drin und dann stanzen. Ganz ehrlich, ich habe öfter die Erfahrung gemacht, dass es dann doch mal ein bisschen schief drin landet oder so. Wirklich im Zweifelsfall immer auf die Rückseite gucken. Und jetzt habt ihr dann zwei, die super übereinander passen. Ihr seht, ich habe überhaupt nicht auf die Länge geachtet. Das liegt schlicht daran, dass ich das ganz am Schluss immer zurechtschneide, weil hier fehlt immer noch ein Teil und so. Dann kommt mein Spruch da noch drauf. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es mir besser gefällt, wenn ich das ganz am Ende erst zurechtschneide, von der Länge her, wenn ich das alles drauf habe. Ich greife nochmal zu Jade und habe mich jetzt für den Spruch entschieden, danke für dein großes Herz. Sehr schöner Spruch und Dankekarten brauche ich immer für meine Kunden, für andere nette Menschen, die mir helfen. Ja. Und das stempel ich hier drauf. Oh, und jetzt kommt wieder der Moment, wo ich einfach hoffe, dass es passt. Yep. Stempelkissen lieber zumachen. Und dann klebe ich mir das drauf. Ungefähr, wo ich das von der Länge das brauche. So. Ihr hört, da will schon wieder ein Hund rein. Irgendjemand hatte gerade kommentiert, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, dass ihr Hund da mit reagiert hat und auch gebellt hat. Ja, genau, meine Hunde wollen euch eigentlich auch nur einmal Hallo sagen. So, jetzt könnt ihr ungefähr sehen, wie lang das werden soll. Und das markiere ich mir so ganz lapidar mit dem Bleistift und schneide das ab. Ihr könnt das jetzt auch ins Schneidebrett zurücklegen, wie auch immer. Ich kann das natürlich auch nochmal stanzen mit der Stanze, aber ich wollte, dass das hier so rüber geht. Ja, ein bisschen gerade hätte Konstanze schneiden können, aber das ein Beten schäf, na, wie man hier bei uns im Norden sagt, ist manchmal so. Und deshalb nehme ich mir jetzt meine Dimensionals, meine 3D-Klebepads. Mach das Ganze dann drauf und dann habe ich meinen Spruch auf der Karte. Das Schöne ist, so geht mir tatsächlich mein Designpapier nie aus, weil ich es mir selber mache. So, und um das Ganze dann noch ein bisschen zu verschönern, nehme ich mir meine selbstklebenden Schmucksteine und dann kommen die da drauf. Da, wo ich es gerade gut finde. Gerne auch alle drei Größen. Ja, den hätte ich vielleicht noch weiter runtersetzen können. Na, geht das noch? Die kleben leider immer sehr gut. Aber mit ein bisschen Geduld. Wunderbar, gefällt es mir so besser. Einfache Idee. Aber es muss ja auch nicht immer was Großes sein. Es ist auf jeden Fall individuell.
denn diese Karte wird es in der Form nicht nochmal geben. Denn wenn ich das Ganze selbst nochmal stempeln würde, würde mein Motiv sicherlich anders aussehen. Ich zeige euch mal, was ich vorbereitet hatte. Da habe ich die Farben genau andersrum gewählt. Gefällt mir auch gut. Da sind die Pünktchen in dem Fräsienlila und die Blumen in Jade. Das kann man so oder so machen. Und dann habe ich noch einmal für euch, hatte ich ja schon gesagt, das Ganze einmal komplett abgestempelt. Da habe ich dann die Blätter, die Umrandungen der Blätter, die Blumen und auch die kräftigeren Teile, die Umrandung der Blumen gemacht. Hinten so ein bisschen gewischt, damit das nicht so viel weiß auf weiß ist. Einfach mal so ist und bleibt einer meiner Lieblingssprüche. Steinchen dazu. Fertig. Und damit man das mal sieht, weil ich hatte ja gesagt, wir haben noch diese Stanze dazu. Und da ist es wirklich so, wenn ihr das jetzt mal seht, ihr könnt diese Blumen mit ausstanzen, also auch stempeln und dann ausstanzen und legt sie dann einfach damit rein. Insofern habe ich diese ganze Karte nochmal gemacht, einfach in anderen Farben. Auch hier Fräsienlila allerdings dann mit dem dunklen Lila abgesetzt. Und hier sind, ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen, die Blumen dann extra drauf. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr Pfiff. Okay, das ist der letzte Tag der Serie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte großen Spaß dabei, das alles für euch vorzubereiten und zu filmen. Ich habe mich riesig gefreut über die Kommentare, die ich gelesen habe. Ich habe auch gestern schon gelesen, dass einige ja wirklich auch gesagt haben, sie würden sich freuen, wenn ich weiterhin solche Produktvorstellungen mache. Das mache ich allzu gern, wenn auch morgen nicht direkt wieder eine kommt. Und ich habe das Thema Männerkarten schon aufgenommen. Wer mich kennt, weiß, Männerkarten ist für mich immer eine Herausforderung, denn ich mache eigentlich keine Männerkarten. Mein Mann kriegt von mir keine Karten mit Werkzeugen, Autos oder mit einer Angel drauf oder so, was ja so typischerweise oft für die Männerkarten herhalten muss. Mein Mann kriegt von mir halt auch irgendwelche niedlichen Viecher und freut sich auch darüber. Da bin ich sehr verwöhnt. Aber ich nehme die Herausforderung gerne an und von daher wird dazu sicherlich auch was kommen. Und ich freue mich immer, wenn in den Kommentaren auch irgendwie Anregungen geben mögt oder wenn ihr mir verratet, was euch gefällt oder was euch vielleicht auch nicht gefällt. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo meines Kanals. Und dann klickt gerne auch die kleine Glocke an, um immer wieder von YouTube informiert zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Denn es wird jetzt leider nicht täglich weitergehen können. Das ist dann doch im Augenblick mal möglich gewesen. Aber ich werde definitiv regelmäßig Videos machen, weil es mir einfach auch Spaß macht und ich das gerne tue. In dem Sinne sage ich vielen Dank für diese Woche, für alle, die immer wieder eingeschaltet haben oder vielleicht auch jemand, der das jetzt im Nachhinein noch guckt. Willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, die Ideen gefallen. Und ja, dann bleibt mir jetzt nur noch euch einen guten Start für den Katalog morgen zu wünschen. Viel Spaß beim Stöbern, beim Shoppen und beim Kreativsein mit den neuen Produkten dann natürlich auch. Und in dem Sinne, bleibt gesund, munter und kreativ. Bis dann!